Lebenselixier Milch. Gestern, heute und morgen. So lautet der Titel des diesjährigen Forums. Was war gestern? Vor über 7000 Jahren eroberten Rinderzüchter aus dem Orient weite Teile Zentraleuropas. Unsere Erfolgsgeschichte des Lebenselixiers Milch beginnt hier. Was ist heute? Weltweit erfreuen sich Milch und Milchprodukte immer größere Beliebtheit. Doch immer häufiger wird Milch heute in Frage gestellt. In vielerlei Hinsicht. Im Rahmen der heutigen Veranstaltung denke ich, dass wir hier uns in Werl einig darüber sind, dass im Kern die Milch eines der positivsten Dinge ist, die uns alle bewegt. Wir möchten hier in Werl keine Grundsatzdiskussionen anstoßen. Nicht das Ob, sondern das Wie soll das Thema des heutigen Abends sein. Ja, meine Damen und Herren, vor 2 Jahren haben Sie das Thema Krise auch hier intensiv beraten. Ich glaube, Sie haben mittlerweile gute Instrumente entwickelt, um Preisschwankungen und Krisen ein Stück besser entgegenzuwirken. Und insoweit glaube ich, dass da vieles erreicht worden ist, auch durch Ihre eigenen Aktivitäten. Und das Gute daran ist, das will ich auch ganz deutlich sagen, staatliche Interventionen im Milchmarkt sind nicht nötig gewesen. Und das, glaube ich, ist ein Riesenschritt nach vorne, der gemacht worden ist. Und das zeigt die Unabhängigkeit, die der Milchmarkt an der Stelle entwickelt hat. Und dazu kann ich Ihnen nur gratulieren, dass das zwischenzeitlich erreicht worden ist. Und das ist, denke ich, eine sehr, sehr gute Entwicklung. Ja, in diesem Sinne, meine Damen und Herren, wünsche ich Ihnen und uns eine gute, angenehme Veranstaltung, viele neue Erkenntnisse. Da bin ich mal gespannt, was ich von Ihnen heute Abend höre. Vielen Dank und viel Erfolg. Ich freue mich sehr, hier zu sein, ich freue mich sehr auf die Diskussion mit Ihnen und ich freue mich darauf, meine hochkarätigen Gäste fürs Podium auf die Bühne bitten zu dürfen. Herzlichen Dank. Ich bin davon überzeugt, dass wir stolz sein können auf dieses Produkt. Es ist kein Zufall, dass es schon seit 7000 Jahren diese Milch ein wertvolles Produkt ist. Ja, es steht unter Druck, den Trends, Endverbraucher, es gibt Nachfragen, es gibt NGOs, die sagen, hey, ist das gut? De consument wil wat weten, dus ze komen graag naar jullie toe, maar kom ook eens naar de consument toe. Consument komt gerne zu Ihnen, ja. Aber Sie müssen auch zum Konsument gehen. En vertel dan je verhaal. Erzähl deine Geschichte. Wees nicht so boos und frustriert. Sei nicht allzu verärgert oder zu frustriert. Als Konsument will ich nicht bei einem Club hören, die boos und frustriert ist. Als Verbraucher, als Konsument möchte ich nicht zu einem Verein oder Club gehören, die frustriert ist. Also ich gebe insofern recht, dass es auf jeden Fall eine Herkulesaufgabe ist, die wir zu leisten haben. In der Kommunikation, im Dialog mit der Gesellschaft, mit den Verbrauchern, aber eben auch mit allen anderen Stufen der Wertschöpfungskette. Keine Frage. Aber letztendlich sind wir Landwirte doch diejenigen, die ein tolles Produkt erzeugen. Die Kuh ist kein Klimakiller. Je mehr gute, natürliche Weide wir in der Erzeugung von Milch haben, desto besser wird unser CO2- und Methanverhältnis, weil eine gute Weide kompensiert in ihrem Boden CO2 viel mehr, als die Kuh ausstößt. Für mich ist die Vorgehensweise Dialog. Wenn wir das tun, wenn wir jeden Schritt offen und transparent teilen und nicht nur fokussieren auf Wettbewerbsvorteil, besser werden als mein Wettbewerber, dann können wir als Branche unglaublich davon profitieren. Was wäre Ihr Ansatz, wie wir da gemeinsam die PS auf die Straße bekommen? Also da bin ich bei Herrn Keuse. Es wird nur gemeinsam als Branche gelingen und ich bin auch eine absolut überzeugte Genossenschaftlerin. Ich bin absolut überzeugt davon, dass wir als einzelner Landwirt, als einzelner Betrieb keine Chance am Markt haben. Wir haben doch als großes Unternehmen, was eben viele Landwirte bündelt, eine größere Schlagkraft, als wenn wir als einzelner Landwirt loslaufen.
Trotzdem, wie gesagt, halte ich diese Ansätze, die ja auch in der Branche vorhanden sind, Direktvermarktung, Nischen zu bedienen, für wichtig, um eben einfach auch bei dem Konsumenten viele unterschiedliche Wünsche, Anforderungen bedienen zu können. Der Konsument ist nicht mehr eine Doelgroep. Der Konsument ist misschien wel eine Fragmentation von wel 20 verschiedenen Doelgroepen in einer Person. Der Konsument hat viele verschiedene Interessen und ist nicht nur eine Zielgruppe. Und darum muss ich auch verschiedene Produkte haben. Und kommt auch stets mehr Diversität sowieso auf alle Flacken. Und deswegen sollte man möglichst viel verschiedene Produkte anbieten können und haben. Ich bitte alle im Raum darüber nachzudenken, dass in der Vielfalt natürlich eine ungeheure Chance für die Zukunft liegt. Ja. Und wenn wir nur noch 0815 Produkte herstellen, dann wird es immer auf Kosten des Bauern gehen, weil die dann jeder macht und die werden dann so billig und das schlägt auf den Bauern durch. Sie sollen Milch vielleicht intensiver erleben, als sie es bislang erlebt haben. Und das ist sicherlich eine Kompetenz, die der Herr de Groot hier heute reinbringt. Und deswegen würde ich jetzt mal bitten, dass wir die Milchverkostung aufbauen. Jetzt guckt er, wie der Milch wie bei Wein runtergeht. Sein rechte Milch hat mehr Fett. Also den höheren Fettgehalt rechts würde ich auch so rausschmecken, wobei mir persönlich links angenehmer auf der Zunge ist. Wer glaubt denn, dass die Milch mit dem Logo, wie viel Prozent Fett hatte die? 3,5 oder 4%? Wer glaubt, dass es 4% waren? Die Mehrheit hat recht. Nicht schlecht. Das war ja schon faszinierend, wie eben die Milch so im Weinglas verkostet wurde und die Zurückverfolgbarkeit bis zur einzelnen Kuh. Ja, klasse Geschichte. Ist das am Ende ein Geschmackserlebnis? Ist es was Faszinierendes? Oder ist es auch eine realistische Einkommenschance? Also erstmal würde ich mir wünschen, dass wirklich noch viel mehr Verbraucher, alle Verbraucher, Milch in der Form trinken und genießen, so wie wir es hier heute Abend getan haben. Das ist ja ein Stück Wertschätzung für dieses Produkt, was wir hier auch gezeigt haben. Ernährungslehre ist im Lehrplan meistens nicht mehr vorgesehen. Wie soll die Bindung zu den hiesigen Lebensmitteln hergestellt werden? Die Landesvereinigung setzt sich dafür ein, finde ich ganz super, Schulmilchaktionen, diese ganzen Ernährungsdinge. Das brauchen wir ganz dringend und wir brauchen auch die Schulklassen oder alle Altersgruppen auf den Höfen. Wir könnten in der Schulmilch ganz schön klar machen, wie die Zusammenhänge sind. Leider haben wir da ein Problem mitbekommen, auch in Nordrhein-Westfalen. Das muss man ja so sehen. Und deshalb meine ich, ist hier die Verantwortung nicht nur bei den Produzenten zu sehen, sondern hier ist auch die Politik in der Verantwortung. Wie schaffen wir es, dass unsere Produkte endlich mal werthaltiger werden, teurer werden? Dann haben wir auch die Chance, endlich noch andere Dinge umzusetzen, die von der Gesellschaft zwar gewünscht ist, aber bis jetzt noch längst nicht bezahlt wird. Wir haben die Milchpreise, auch wenn sie mal hier und da was besser sind, bei der einen oder anderen Molkerei. Aber insgesamt wirtschaften wir heute immer noch mit Preisen, die mein Vater in 17 Jahren hatte. Das ist traurig. Wenn wir es nicht schaffen, gegenüber dieser Übermacht des Handels etwas entgegenzusetzen, können wir so viele Geschichten erzählen, so nachhaltig sein, wie wir wollen. Die werden uns einfach keine Chance lassen. Das waren zum Schluss nochmal sehr nachdenkliche Worte und sehr ehrliche Worte. Ich fand es gut, wie Sie das formuliert haben und dass Sie es formuliert haben. Ich frage wirklich mal einmal in die Runde, wer von Ihnen möchte denn einmal ein Gegenplädoyer halten? Es gibt überhaupt keine Bedenken, dass Landwirtschaft eine Zukunft hat und Sie müssen an die landwirtschaftlichen Fakultäten gehen. Das sind ganz viele junge Menschen, die an die Landwirtschaft glauben. Natürlich muss man sich den Herausforderungen stellen. Wir haben das Know-how und absolut haben wir vor allen Dingen auch das Know-how, um alle diese Herausforderungen und diese Probleme zu lösen. Und das ist so das, was ich positiv an dieser ganzen Klimadiskussion zurzeit empfinde. Dadurch steigt doch ganz klar
das Bewusstsein und die Aufmerksamkeit, die eben auch in den Medien und auch nicht nur in den Printmedien, sondern auch in den sozialen Netzwerken auf dieses Thema fällt, und damit ist immer die Landwirtschaft auch mit im Boot. Und das ist doch die Aufgabe, dass wir wirklich zeigen, wir sind diejenigen, die den Mut haben, eben aufzustehen und selbstbewusst nach vorne zu gehen und die Dinge zu gestalten. Wer beginnt damit? Wer startet? Und ich gebe nur zur Überlegung, lass es bei uns anfangen, als individuelle Person. Wenn jeder in dieser Branche mit so stolz ist auf das Produkt Milch, was wir zurecht sind, wenn wir Hoffeste haben und 20.000, 30.000 Gäste einladen können, wenn wir ein Interview geben am Fernsehen, wenn wir mit einem Milchsommelier sprechen, viel einladen, würde ich sagen. Es fängt bei uns an. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen allen und ich bedanke mich auch bei Ihnen. Ich finde, wir haben viele wichtige und gute Themen angesprochen und es ist deutlich geworden, dass Milch am Ende was ganz Tolles ist und dass wir als Branche aufgefordert sind, der Milch, aber auch den Menschen, die sie erzeugen, die notwendige Wertschätzung entgegenzubringen. Ich bedanke mich dafür sehr und freue mich auf einen weiteren spannenden Abend und übergebe an Herrn Stöcker. Herzlichen Dank. Auch uns als Landesvereinigung hilft das eben weiter und bestärkt uns darin, weiterzumachen mit Öffentlichkeitsarbeit auf verschiedenen Wegen, um eben das Gute der Milch auch nach außen zeigen zu können.